Sie auch aus früheren Äußerungen von mir, wie das Thema Willkommenskultur, auch Offenheit, Toleranz gegenüber Menschen, die aus anderen Regionen zu uns kommen, aus anderen Regionen unseres Landes oder der ganzen Welt, da mache ich überhaupt keinen Unterschied. Und ich glaube, dass diese Willkommensbroschüre ein gutes Instrument ist, ein kleiner Baustein für eine solche Willkommenskultur. Und ich finde sie nebenbei auch, wir hatten sie ja schon im Ausschuss vorgestellt, finde ich sie nebenbei auch sehr gelungen. Die Beweggründe waren, dass wir ein ganz kompaktes Hilfsmittel haben wollen für alle Menschen, die jetzt neu nach Oldenburg kommen, insbesondere natürlich für Migranten, aber nicht nur. Hier stehen Informationen drin zu allen Dingen, die man wissen muss, von Behördengängen bis zu Kulturangeboten, bis hin zu Arbeitsangeboten oder Schulthemen. Und es ist auf wenigen Seiten zusammengefasst, was man eigentlich wirklich wissen muss, wenn man neu in der Stadt ist. Wir haben häufige Anfragen bekommen von Familien, die neu zu uns gekommen sind, die so in die Richtung gingen, ich habe ein Kind, das muss eingeschult werden oder mein Kind müsste jetzt eigentlich in die dritte Klasse kommen, kann aber noch kein Deutsch, an wen kann ich mich wenden oder ich brauche einen Kita-Platz oder aber ich bringe Qualifikationen mit. Wo kann ich? Das sind einfach so Fragen, die man hat, gerade wenn man aus einem anderen Land kommt, die aber ganz wichtig sind. Und dann haben wir gemerkt, dass wäre eigentlich ganz gut, mal diese breite Vielfalt an Angeboten, die wir haben, mal in kompakter Form zusammenzustellen. Wie kann man wirklich eine praktische Orientierungshilfe geben? Deswegen haben wir erstmal gestalterisch dieses Raster angelegt mit den verschiedenen Farben, wo gleich die verschiedenen Themen zu finden sind, und zwar Ankommen und Zurechtfinden. Wichtig war auch Arbeit und Beschäftigung. Also ich habe ja gesagt, ich bekenne mich zu einer Willkommenskultur. Das heißt, ich möchte, dass sich die Stadt aktiv öffnet für Menschen, die von außen zu uns kommen. Da mache ich jetzt auch erstmal gar keinen Unterschied, ob die aus dem Ammerland oder aus Afrika kommen. Das ist mir an der Stelle egal. Wir wollen wirklich Menschen willkommen heißen. Wir wollen sie hier integrieren. Wir wollen ihnen gute Rahmenbedingungen bieten. Wir wollen ihnen gute Unterbringungsmöglichkeiten bieten, gute Bildungschancen. Und dann denke ich, wird die Stadt auch insgesamt gemeinsam vorankommen mit denen, die schon hier sind und denen, die noch zu uns kommen. Die originäre Zielgruppe sind tatsächlich die Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderer und ihre Familien natürlich. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, bei dem, was wir da zusammengestellt haben an Informationen, das wird für Familien aus Bayern oder eben aus einer anderen Stadt genauso hilfreich sein. Ja, es waren viele Fragen, die man hat, wenn man neu in einer Stadt ist. Und da hat der Buchmann recht, es ist nicht nur ein Problem, was Zuwanderer und Zuwanderer haben, sondern es haben auch Menschen, die aus Baden-Württemberg zum Beispiel zu uns kommen. Ich finde es auch schön, dass man das jetzt gar nicht unbedingt, das kann jeder verwenden eigentlich. Also davon sind wir auch überzeugt, dass es, glaube ich, auch bei Herkunftsdeutschen gut Verwendung finden kann, also dass bestimmte Informationen auch bei Ihnen, glaube ich, gut genutzt werden können.